Was die Wirtschaft jetzt erlebt, ist eine Vollbremsung, ein Stillstand weiter Bereiche. Und da ist nichts Positives dran. Da brechen Einkommen weg, da brechen Umsätze weg, da gehen ganze Wirtschaftszweige zu, da sind die Existenzen bedroht. Da ist nichts Positives zu erkennen. Ja, es ist ja nicht Dornröschen. Ja. Bei Dornröschen ist alles stillgestanden wie ein Film, den man anhält. Die Wirtschaft hält nicht ganz an. Es gibt Dinge, die weiterlaufen. Wir wollen Essen auf dem Tisch. Wir müssen unsere Versicherungsprämien zahlen. Wir müssen unsere Mieten zahlen. Und wenn dann Einkommen und Umsätze wegbrechen, manche können es mit Reserven eine Weile lang überbrücken. Aber früher oder später bedeutet das für alle ein großes Problem. Und von daher ist es unabdingbar und richtig, dass die Regierung mit ihren Maßnahmen jetzt hilft. Die Politik hat jetzt schwierige Entscheidungen zu fällen. Die kann die Politik nur selbst fällen. Die Wissenschaft kann Hilfestellungen geben. Da sind nicht nur Ökonomen gefragt, da sind in vorderster Linie die Epidemiologen und Virologen gefragt. Für eine Wiedereröffnung der Wirtschaft nach dem Motto, die Kur ist jetzt schlimmer als die Krankheit, ist es zu früh. Wir müssen die Spitze der Infektionsfälle abwarten. Dann kann man langsam wieder eröffnen. Und ob da am Ende eine Inflation rauskommt, das wird uns später noch beschäftigen. Das halte ich für sehr wohl denkbar, ja eigentlich wahrscheinlich, weil die Situation jetzt zeigt, wie verletzlich wir durch die Globalisierung geworden sind. Und dass Produzenten von einem einzigen Lieferanten irgendwo weit im fernen Osten abhängig sind, was sich jetzt bemerkbar macht, das wird zu einem Überdenken von Strategien führen. Und ob der ganze Luftverkehr zurückkommt, ob der ganze globale Tourismus zurückkommt, ist eine offene Frage. Aber es zeigt sich auch, dass gerade in einer Situation wie heute der globale, der internationale Zusammenhang wichtiger denn je wäre. Das Zusammenarbeiten, das Koordinieren, das gilt auch für Europa. Das Virus richtet viel Schaden an, aber der Euro wird nicht zu seinen Opfern gehören.